Hallo zusammen, ich habe hier unsere Batteriebox oder auch Akkukiste und original ist diese Batterie eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie mit 100 Amperestunden Batteriekapazität hier verbaut. Wir liefern das Teil mit Bluetooth oder ohne Bluetooth und mit Bluetooth kostet das Set verbaut 1400 Schweizer Franken. Ohne Bluetooth 1300. Oder dann gibt es diese Akkubox leer, ohne Batterie, für 400 oder knappe 400. Man kann hier jede x-beliebige Batterie reinsetzen. Und jetzt hatte ich einen Kunden, der kam, ja, er hätte eine super Batterie. Und ob wir die da reinsetzen, weil er hat keine Ahnung von der Botanik oder wenigstens von der Elektrik, soll vorbeikommen, setzen wir geschwind rein, ist nicht so eine Hexerei. Er hat heute Morgen die Batterie vor die Tür gestellt und er kommt sie dann heute Nachmittag holen. Das ist eine Landi-Batterie, hat es einen Zettel drauf mit seiner Anschrift und hier steht: Diese darf nur als Starterbatterie verwendet werden. Und er war sogar so frei und hat den Garantieschi mitgelegt, oben im Kuvert drin. Die Batterie hat beim Landi jetzt 36 Monate Garantie. Das sind 3 Jahre. Gut, die Batterie ist ein bisschen kleiner. Sie ist zwar weiß, eine Bleibatterie ist natürlich auch schwerer. Und hier hat es 2 so Polabdeckungen drauf. Und ihr seht schon, hier sind Schraubpole und hier hat es Pole, wie bekannt. Und dafür bräuchten wir aber, die haben wir am Lager, solche Batteriepolklemmen. Eine Minus, die kommt hier drauf, eine Plus, die kommt hier drauf. Und dann kann ich die Kabel hier draufschrauben. Am besten schaltet ihr hier zuerst auf 0. Und dann kann man hier wieder diese Batteriepolabdeckung drauf machen. Passt nicht ganz, aber ja, mit ein bisschen Mühe geht sie drauf. Hält nicht sauber, aber was kommt. Batterie hinten runterlegen. Wir haben hier in dieser Box drin 2 Gurten, also eine Gurte. Zum Fixieren der Batterie. Das hier reinmachen. Schauen, dass ich die Gurten oben rauskriege. Und wenn wir eine solche Batterie nehmen, haben wir aus der Verpackung diese Isolations- oder Verpackungsmatten und die setzen wir eine vorne und eine hinten hin. Das machen wir jetzt bei der Batterie auch. Das gibt einfach ein bisschen Halt. Und sie rutscht dann nicht hin und her. So sieht dann das von oben her aus, links und rechts so eine Matte fixiert. Und ihr seht, hier hat es noch genügend Platz für eine größere Batterie. Warum brauche ich jetzt solch eine Box, also Deckel zu, noch anschrauben? Der Kunde sagt, ja, ich will ein paar Kaffees rauslassen. Mit der geht das und mit der müsste das auch gehen. Ja, es geht. Dass ich einen Kaffee produzieren kann mit Strom aus der Batterie, brauche ich so einen Wechselrichter. Der hat jetzt 1500 Watt Spitze, 3000 Watt. Und kostet 328 Franken. Da sind wir auch darum, hier liegen wir mit dem Wechselrichter 1500 Watt, mit Hauptschalter hier, mit USB-Abgang, Zigarettenabgang und sogar hier zum Beispiel kann ich 12 Volt Abgang anhängen oder hier über einen großen Stecker zum Beispiel eine zweite Batterie daneben stellen. Wir kommen jetzt zur Batterie, zur Kaffeemaschine.
Also ich schalte hier ein, Wechselrichter. Ich stecke den ein hier hinten. Und wir sehen hier die Spannung 231 Volt. Hier kann ich die Leistung abfragen. Ich schalte die Kaffeemaschine ein. Dann fängt der Lüfter an zu laufen. Braucht 1000 Watt jetzt die Kaffeemaschine. Es geht im Moment, bis die Kaffeemaschine vorgeglüht ist. Wir können auch hier die Spannung abfragen. 12,7 Volt, die Batterie ist voll geladen. Wenn sie belastet wird, wenn die Heizung einschaltet, fällt sie zusammen auf 11,3 Volt. Und ich kann jetzt hier einen Kaffee rauslassen. Ein Kaffee braucht in der Schnitt 2 Amperestunden Strom. Das heißt, mit dieser Batterie hier, 100 Amperestunden, kann ich 50 Kaffees rauslassen, die kann ich fast leer ziehen. Bei der Bleibatterie, die hier drin ist, hat 44 Amperestunden, die Hälfte darf ich brauchen, habe ich noch 22, kann ich theoretisch 11 Kaffee rauslassen. Wie das aussieht in einem halben Jahr, das ist ein anderes Thema. Aber die Batterie hier kostet nur 81 Franken und hat 3 Jahre Garantie. Ja, ihr seht auch hier, die Spannung ist richtig zusammengesackt. Schon nach dem ersten Kaffee hat der Wechselrichter Mühe, den Strom rauszukriegen. Ich werde es jetzt hier testen, aber ich denke, 10 Kaffees kann ich hier nicht rauslassen. Klar, wenn ich dann irgendwo ein Solarzellen im Hintergrund habe, er sagt, er kommt abends in den Garten und will da seinen Kaffee rauslassen. Also das heißt, eine kleine Batterie, hier liegen wir jetzt bei 500 Franken, Wechselrichter, die ganze Elektrik drumherum. Und ich habe, oder er hat in seinem Gartenhaus eine Stromversorgung. Er bekommt jetzt noch ein Solarpanel von mir mit 100 Watt. Und ein Solarregler, den stecke ich hier auf der Seite ein, ein Kabel aufs Dach mit 5 Meter, er kann hier über die Klemmen kürzen und so kann er sich im Gartenhaus seine 2-3 Kaffees rauslassen. Abends, wenn es nachher keinen Strom mehr hat, ist halt fertig. Der nächste Schritt ist, er will eine Kühlbox und er will dann wahrscheinlich noch eine Beleuchtung, aber das ist eigentlich dann alles technisch möglich. Den Katalog, den verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und jetzt hier ein Video über den Katalog, was da alles drin steht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.